Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Projekt der Senioren auf der Kandeli. Und ihr seht, ich bin unterwegs in Mission, die Kollege nachzutanken, und zwar vollumfänglich. Ich brauche Dünger, ich brauche Treibstoff, und ich muss auf den LKW hier warten, der um die Kurve slidet. Aber heute Abend wieder dabei der Mike, Sebastian, Willi, Thomas und Peter. Hallo. 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 Kriegt man bei der Bayer nicht eigentlich auch Sprit? Ne, kriegst du nicht. Ne? Ja, doch. Das? Doch. Tankstelle. Bin ach, rechts. Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Ja, ja, ich seh's. Ja, so war's. So war's. Fahren wir doch direkt mal da ran. Kommen Sie ran da. Wie 6 Euro Kraftstoff. Ne, ich wollte aber mehr. Ach da, jetzt läuft er. Ja, probier aber vor aus, ob du deinen Traktor damit betanken kannst. Weil wenn du jetzt das Fass voll machst, dann haben wir, dann musst du in die Tankstelle fahren, dann sind wir so weit vorher, ne? Ich nehme mal nur die 2000 Liter hier mit und dann sehen wir das ja. Weil die, das Problem ist, dass der gerade meinen Traktor voll gemacht hat beim Tanken. Der hat erst den Traktor getankt und dann das Fass voll gemacht. Ja, das machen sie gern. Ne, das ist, er weiß schon, was er macht. So viel Geld wie möglich damit machen. Ja. Alle Verbrecher am Seiten. Ja, das ist so. So, Dünger habe ich jetzt auch dabei. Jetzt hat man eine kleine Speicherung. Ach, liebe Leute, wir mussten übrigens den Servicewagen wieder runterschmeißen. So schön der ist und so cool der ist, der hat leider zu massiven Rucklern auf unserem System hier geführt. Oh ne, nicht über den Zebrastreifen, nein. Oh, das war aber knapp, Fräulein. Sag mal, du musst doch gucken, ey, Klötzen, öff. Naja, aber so halt Vorfahrt, müssen wir jetzt hinterher gucken. Also über Zebrastreifen läuft halt so Vorfahrt. Aber musst kannst du, musst aber langsam, wenn, ganz ehrlich, wenn ein Elefant auf dich zugerannt kommt, dann sagst du da auch nicht, ihr hat Vorfahrt. dann lässt du den da auch vorbeilaufen, oder? Du vielleicht. Und dieser Road Train hier. Road Train in Ostmanier, muss man sagen. Tipptopp ist das. Aber ich glaube, ich bin theoretisch wieder falsch unterwegs. Ich muss nachher wahrscheinlich wirklich irgendwie Querfeld ein abbiegen. Aber wir haben ja hier extra so ein Gefährt, das auch hinkriegt. Oder? Ne, bin gar nicht falsch, oder? Ich bin jetzt auf dem Weg nach. Musst du am Apothek. Nee, halt, du musst. In Zahnemanns rechts, ich bin genau richtig. Ja, genau, Zahnemanns rechts runter. No. Aber wenn ihr gleich keinen Dünger mehr habt, dann macht es tatsächlich Sinn, dass ihr den Traktor von Detlef auch mal auf die Seite rüberfahrt, da wo die Molkerei ist. Der ist auch schon fast leer. Den hab ich ja, gesagt. Aber dann könnt ihr den rüberfahren, dann kann ich da nachtanken und dann könnt ihr da Paletten rauslassen. Noch gleich fertig hier. Jetzt sagt mir gleich noch, dass ich umsonst da runtergefahren komme, oder was? Nö. Umsonst nicht. Hauptsache, du bist beschäftigt. Da machst du keinen anderen Blödsinn, ne? Richtig. Nicht ganz umsonst, aber fast vielleicht. Ja, ja, das läuft. Aber, Freunde, stellt euch mal vor, der Christian kommt hier die Tage auf die Karte, dann sagt er auch, ihr habt euch das Geld zusammengecheatet. Mal gut, dass wir Videos gemacht haben. Ja, da sagt man noch, mit den Ostgeräten kommt keine Kohle zustande. Es generiert sich hier über die Manpower. Ja. Wir machen das, wir lassen das auch so. Wir kaufen keine weiteren Felder, wir machen nur noch Düngemissionen. Wochenlang düngen. Das wird aber langweilig. Ja, das stimmt. Nach so einem Abend ist auch erstmal gut, ne? Das ist ja. deine YouTube wieder, sind ja dann wieder die Ersten, die schreien, ist langweilig, oder? Oder meinst du das vielleicht bloß? Vielleicht wollen die das wirklich sehen? Ich glaube nicht, dass sie sagen, das ist langweilig. Geht ja gar nicht immer um das, was wir zeigen, sondern was wir sagen. Außer wir sind still. Das sind wir ja fast nie.
selten. Ach so, hätte ich hier abbiegen können eigentlich. Ne, hier ist nur ein Hof. Boah, könnt ihr mal aufhören, Freunde? Fahrt doch mal bitte ordentlich. Die ein bisschen Abstand, Freunde, hier. Die KI-Fahrer sind echt nervös. Bitte, ja? Ja, echt, die KI-Fahrer sind wirklich ein bisschen nervös am Start. Hier ist innerorts, hinter so einem Traktor, da könnt ihr doch mal wenigstens... Ich habe Treibstoff dabei, das ist Gefahrengut. Mensch, Mensch, Mensch. Du sprichst doch auch ein merkwürdiges Deutsch, ist Gefahrengut. Ist denn der Gefahrengut? Ich glaube, ich bin hier schon noch richtig. Ja, nur noch weit weg. Ja, das stimmt. Aber der Weg ist der richtige. Guck mal, 70 darf ich hier fahren. 70! Muss dann lass rollen. Ja. Mal eben gucken, ob ich hier nicht irgendwo... Ne, ich einfach der Straße nach und dann komme ich bei euch aus, ne? Aber sag mal, ihr habt das ja wirklich gleich zugezogen. Ja, ich sorge noch dafür, dass die Kollegen wieder zurückkommen. Die können bei mir noch tanken, dann können die noch zurück. Den Dünger hätte ich mir aber wahrscheinlich sparen können. Aber es sieht einfach toll aus mit dem Gespann. Übrigens, da diesen Gülleschacht, den ihr da gesehen habt, den könnt ihr im Modhub runterladen, auf jeder anderen Karte platzieren. Ne? Das ist schon eine coole Nummer. Ne? Die sogar zwei Versionen, oder? Das war so, ne, Sebastian? Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube eine mit Manure und eine ohne. Da, abgeschlossen, tatsächlich. Gut, einstellen, stopfen, stopfen, stopfen. Ja, und abschließen am besten mit direkt die Emission. Aber da hätten noch was stehen an Saatgut? Nein, da ist alles leer. Da können wir Richtung Heimat fahren. Und dann war noch ein kleines. 13 kann man noch düngen. Die 20 ist genau vor uns hier. Ja, also, warte, ich nehme an. Bitte, na Gott sei Dank habe ich noch Dünger dabei. Ja, das wäre ja fast schief gegangen, Freunde. 20 düngen? Ja. Gut, läuft. Jo. Ja, ich fahre schon mal einmal, ich wollte nämlich gleich Schluss machen. Ja, dann komm mal zu mir, kannst du wenigstens noch ein bisschen Sprit nachtanken. Du bist drin? Ja, Tankdeckel ist auf, ganze Tanken kommen. Hä? Wieso fährst du weg? Oder bist du denn gar nicht? Na, hinter dir. Schätzungsweise. Okay. Ich komme hier gerade angefahren, oder bist du das nicht? Doch, das bin ich. Und kannst du den tanken? Ja, Wirtschaft voll. Alles gut. Ja, guck. Hervorragend. Aber warte mal. Ja. Lass mir doch mal den Düngerstreuer hier. Ach so. Ich soll ihn abhängen, ja, alles klar. Richtig. Und dann? Ja, dann kann ich vielleicht auch gleich noch düngen. Der ist doch voll hier quasi. Ach so. Und? Ich kann das hier alles auch easy peasy zurückziehen. Guck mal hier, pass auf. So, Versorgungs... Das ist ein richtiger Versorgungszug hier. So muss das aussehen. Dann macht der kleine Traktor auch immer alles hier, der Belarus. Easy läuft das. Wo seid ihr jetzt eigentlich? Was ist denn Feld 20? Hier. Links von dir. Ich bin vor dir, braucht Dünger. Ach so, ihr seid schon dran. Guck mal. Na jo, gleich fertig. Bitte. Danke. Tack, 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 tack. Der nagelt schön, gell? Der nagelt super, also der hört sich wirklich nicht schlecht an. Hallo. Hast du das gesehen? Ja, ich hab das gesehen. Alter, ich sag ja, schön, ganz ehrlich, wenn die so weitermachen, die KI, dann kippen wir den Dünger einfach direkt in das Auto rein, direkt durch die Fensterscheibe. Ich hab gesehen, der hat die Scheibe an der Seite aufgehabt. Willst du nur arbeiten, der kommt der voll angeflogen. Ja, aber echt, ey. Hammert. Danke. Bitte. Komm, ich zieh den hier auf der Seite aufs Feld.
Und dann fahre ich auch noch mal eine Runde Dünger. Was hält er denn davon? So. Wieder Heuschrecken, kommen sie. Wieder Heuschrecken. Können wir heute Abend fast annehmen, ja. Das ist hier. Also man muss schon sagen, das ist mal wirklich ein lohnendes, eine lohnende Nummer. Welche Gradzahl habt ihr, fahrt ihr denn hier rein? Also ich fahre gerade mit 333 Grad. 333 Grad? Nur Schnapszahl, ne? Ich fahre auf freie Hand. Wobei ich fahre hier so die lange Kante runter. Ach so, okay, dann komme ich auch an die lange Kante. Boah, dreh du mal, dreh, dreh, ist Chaos. Sagst du, Thomas? Das ist ein weiter Weg bis nach Hause. Ja, das stimmt, wir haben uns weit von zu Hause entfernt. Oh. Alt B. Das LU Heuschrecke. Aber ich stimme. Wir bringen the Manpower mit. Ey, sag mal. Was dann? Ja, dir die komische. Hast du dich nicht im Griff? Nee. Was ist denn das Gegenteil von 333 Grad? Das weiß ich nicht. Muss er 180 abziehen? Aber war ich glaube. So? Ich glaube, ich komme hier ungefähr auf die Nummer aus, oder? Kannst du aber auch einfach 333 einstellen und dann drehst du deinen Traktor. 153. Ja, da bin ich genau drauf. So was von genau drauf. Guck dir an, das passt hervorragend. Was kann ich denn? Denn ihr hört, du tust hier die Leute einladen zu unserem Projekt. Was? Ach so, unsere Bewerber, meinst du? Nein, die Gäste. Hab ich gehört, da kommen mal noch Gäste. Zu diesem Projekt hier? Ja. Ja, der Luan, den hat ich eingeladen. Den, und den Mike, die Modder von der Karte. Liebe Leute, was haltet ihr denn davon? Mal hier die schön die Modder auf der Karte haben, ne? Können die uns mal erzählen, warum sie das hier gemacht haben, den Quatsch? Warum die hier Strommasten mit Kollision auf der Felder stellen, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, kenne die Antwort schon. Klingt komisch, ist aber so. Die sagen nämlich meistens, weil sie können. Sag mal, dat, wer fährt denn hier? Das ist aber nicht korrekt. Da ist ja ein riesen weißer Streifen dazwischen. Komm, den machen wir hier noch ein Stückchen wenigstens zu. Danke. Du komm, fahr hier, du. Dann haut den Dünger raus hier. Ja, da bin ich gerade zugezogen hier. Vielleicht gibt's ja das Feierabendfeld. Aber guck mal, Feld 22, der geht nochmal. Ja, aber nicht als Düngemission, das glaube ich noch nicht wieder drin. Ja, wir können grubbern hier. Feld 5, guck mal, Feld 14 gibt es noch als Düngen. Wo ist denn 14? Ach, das ist da oben. Ah, das ist blöd, da ist in der Mitte auch dieser Streifen drin. Nee, aber ich glaube, danach ist auch gut für heute. Da haben wir auch gedüngt. Bis der Arzt kommt. Ich finde, wir können in den nächsten Folgen den Leuten mal was anderes zeigen. Spritzen. Ja, genau. Nach Düngen kommt Spritze. Nach dem Düngen ist vor dem Düngen. So, aber Freunde, jetzt muss ich auch mal sagen, wir haben hier 26, 28, 22, 20. Das ist ein Viertel der Karte. Ja, nicht ganz. Wir haben einmal geschwind eine Standardkarte hier düngt, ne? So, hier, Padauts. Das kann man sagen. Eine Einfachkarte haben wir vielleicht komplett gedüngt. Mit Fortschrittgeräten. Jetzt überlegen wir mal, mit einer Rubikon, wie schnell hat das geschafft? Ja, Sebastian, das wird nicht besser bei dem Ding.
Aber, pass mal auf, wir machen einen Trick. Hä? Pass auf. Na, wobei, das ist ja nicht mehr viel am Sein tun, oder? Möchte Detlefs Trecker zurückfahren? Ich glaube, der will sein, dass wir nach Hause kriegen. So, bitte. Mike spricht meine Sprache. Mike, dann kannst du hier an der Dings auch nachladen, wenn Sebastian das nicht nehmen wollte. Ah, nee, macht jetzt. Ist weg. Man kann ja schon mal anfangen dann. Ja, fahr du schon mal vor, wir holen dich gleich ein. Ja, das stimmt, den holen wir wirklich ein. Ich mach euch dann Windschatten, ne? Nee, brauchst du, also nur für kurz dann, wenn überhaupt. Sagen wir so, ich habe keine Windschleppen hinter mir, wie in einem Flughafen. Dass du überhaupt bis hier gekommen bist, sag mal. Ja, hin geht, so scheibchenweise. Ich habe schon gesagt, der Düngerstreuer ist hart an der Leistungsfähigkeit von deinem Traktor. Den Versorgungszug könnt ihr aber stehen lassen. Den nehme ich nachher wieder mit. Da kümmere ich mich drum. Erstange ich noch. Ja, dafür ist er ja da. Weil du wirst, tut weh. Das sind aber häufige Speicher, denke ich. Da müssen wir aber vielleicht mal die Speicherung können wir vielleicht mal ein bisschen runtersetzen, oder? Hoch mal zu. Ja. Fünf macht er die alle 5 Minuten. Nö. Ich sag mal so, der Hallo, 180. Nee, 180 bestimmt nicht. Alle 180 Minuten. Nee, da steht ja nicht drauf. Ist das sicher? Steht so gerade vor meinen Augen. Dann ist das nicht. Dann sind das nicht alle Speicherlecks gewesen. Wir haben jetzt keine 180 Minuten seit dem letzten Spiel, oder? Sebastian, du wolltest aber gerade noch was anderes sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sage, aber. Alles vergessen. 20 ist abgeschlossen. Was? Ist ja alles noch nicht gedüngt. Naja, bitte, von mir aus. So. Ach, was ein Kunde stand. Ehrlich. Da sind wir ruckzuck bei der halben Million. Oh. Da fliegt schon wieder der Rettungshubschrauber rüber. So, ich muss wieder. Tschö, Thomas. Thomas, gute Nacht. Ich gehe jetzt mit etwas Müll. Alles klar, ciao. Tschüss, danke. Bitte, bitte. Willi auch? Jo. Warte, lasst ihr eure Traktoren jetzt da stehen, oder was? Der Willi war ja nicht mehr mit hier, oder? Gemäß in Garage. Ach so, guck mal. Ja, nur wir zwei und Peter. Ja, meine Herren, ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Ebenso. Ebenso, dankeschön. Ciao. Ciao. Wir sind ja echt weit weg vom Hof, ne? Ja, das ist die äußerste Ecke, muss man sagen. Ja. Muss mal eben Screenshot machen, sorry. Also, dass der einen Anhänger ziehen kann, das glaube ich sogar. Diese Konstruktion da unten drunter, unter dem Streuer, sieht schon sehr stabil aus. Aber das ist natürlich hier ein wenig übertrieben, vielleicht. Also normalerweise hätten wir Heuschrecken eigentlich die weiterziehen müssen, bis wir wieder an unserem Hof auskommen. Ja, genau. Einmal rum. Viel Spaß, Mario.
Mario, du kannst ja dann noch die Nacht zu Ende spielen und morgen früh wecken wir dich dann schlafen, wenn du vor dem Rechner sitzt. Hier, ASMR, Twitch, Streaming, direkt vor dem Rechner. Aber, liebe Zuschauer, wir fahren tatsächlich eigentlich nur noch zurück. Ich werde jetzt hier noch ein kleines Überholmodell. Ach, guck mal, der geht sogar auf die Seite. Guck dir das an. Sicher, ich habe dich annageln gehört, ankommen gehört. Jetzt ohne Quatsch, also der ist nicht schön, also ästhetisch nicht unbedingt schön, aber ich finde die Geräuschkulisse und an sich, wie der sich so hält und mit seinen 80 PS, macht er hier einen Tip-Top-Job. Ja. Der hat Arbeitsscheinwerfer hinten. Was will man denn noch mehr? Und ich finde, wenn der auf 40 kommt, dann hat der sogar ein schönes Zuggeräusch. Also dann nagelt der auch nicht mehr so hart. Da jetzt wieder rein. Auf 40 aber ziemlich genau macht er das nicht. Vielleicht muss ich ihn mal ein bisschen runter. Ja, Moment. Wir haben gleich Sebastian eingeholt. Ich sehe ihn schon, Bekannte. Hey? Also du dürfst ihn gleich sehen vor dir. Sebastian. Sebastian. Ja, also. Ich komme. Ja. Du hättest gleich am Shop stehen lassen können. Nein. Ich wollte gerade sagen, Sebastian, vielleicht biegst du wirklich Richtung Shop ab. Wenn ich einen Kirowitz krieg. Dann kann ich nicht allein entscheiden, ob wir jetzt wirklich. Ja, am Ende des Tages ist mir das eigentlich auch egal. Ja, du, alles gut. Kann ich, dass wir dann alle mit Kirowitz rumfahren? Ich bummel hier schon schön. Ein Traktor entlang. Ja, wie schnell fährt denn der Kirowitz eigentlich? Das weiß ich nicht. Müssen wir nochmal raussuchen. Die Frage ist, Mike, wie den Kirowitz hattet ihr doch, oder hat, ja. Ich weiß nicht, ob ihr den hattet, aber den gab es ja schon auch da, ne? Ja. Gab es da entsprechend großes Gerät auch für? Der musste ja auch ordentlich halt über die. Wofür wurde der eingesetzt? Also wir hatten da 80% zum Silowalzen und dann eigentlich zum Ecken, weil früher wurde ja alles noch gepflügt und geeckt. Er hat eigentlich 12 Meter Ecke gezogen. Und die Ballenpresse. Ja. Die große. Wir hatten ja die kleine Ballenpresse für die handlichen Ballen und dann noch eine adäquate, wie jetzt die Quaderballen sind, gab es früher auch ein Riesenmonstrum. Und die haben aber hauptsächlich war der zum Silowalzen eigentlich, weil der wiegt 16 Tonnen, da kam ein Stein dran von 3 Tonnen und vorne noch ein Gewicht von einer Tonne, dann hast du 20 Tonnen gehabt auf dem Silo. Liebe Zuschauer, wenn ihr euch fragt, was das da hinten für ein Stau ist. Echt? Tatsächlich 4 Fahrzeuge hinter mir. Und ich. 4 Fahrzeuge und ich. Ich habe Rundumleuchte an. Am Warnblinker mach mal an. Na, wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Ja. Während Sebastian hier runterfährt, haben wir schön nochmal eben ein Feld fertig gemacht. So, hier. Mip, mip. Ey. Was ist das denn hier? Was soll das werden? Was ist denn das für eine Nummer? Du bleibst hinter mir, mein Freund. Wieso das denn? Weil ich das sage. Innerorts wird nicht überholt. Ja, klar wird, also ich wäre schon längst an dir vorbei gewesen innerorts. Ja, jetzt warten wir natürlich, bis die Autos hier auch dahinter vorbei sind, ne? Mann. Aber dafür, dass du als erster am Hof bist, musst du halt den Traktor vom Detlef noch abholen. So, ist denn jetzt hier noch einer reingefahren, oder was? Tatsächlich, ey, guck dir das an. Die sind aber auch. Also guck mal, jetzt der Tankfass, ich wusste, dass sich das lohnen wird. Könnt ihr euch sagen, ja Mario, hattest du recht, hat sich gelohnt.
Müsste aber nicht. Richtig. Dann stellen wir das Tankfass erstmal auch wieder hier in den Unterstand rein. Eine schöne Fahrzeughalle hier eigentlich. Liebe Zuschauer, sag mal, hab ich euch nicht vor 5 Minuten hier schon rausgeschmissen? Was soll denn das werden? Raus! Ausschalten! Freunde! Zisch, zisch, ab! Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Alles Gute, bye bye und ade.